Schön, dass ihr wieder hier dabei seid bei mir in der Fleischwerkstatt. Heute möchte ich mit euch geschmorte Rinderbacken machen. Rinderbacke ist ein super schönes Fleisch, hat eine wahnsinnig starke Aromatik, weil es eben ein sehr bewegter Muskel ist. Rinder kauen den ganzen Tag, dadurch haben wir hier unheimlich viel Bindegewebe drin, sehr viel Aroma, sehr viel Kraft. Am besten schaut ihr, dass ihr Rinderbacken bekommt, die nicht eingeschnitten sind. Oftmals werden sie von den Veterinären so kaputt geschnitten, dass das eher so ein zerfledderte Fetzen sind. Die hier sind einfach so, wie eine Rinderbacke sein soll. Ihr müsst jetzt einfach hergehen, müsst ihr noch ein bisschen zuparieren. Dazu das gröbste Fett einfach von der Backe runterheben. Ihr könnt auch ein bisschen von der Sehne abheben. Ist nicht unbedingt erforderlich, aber es hilft euch nachher einfach tolle Scheiben zu haben und dass sich die Backe nicht so ganz verzieht. Denn wenn ihr die Sehne drauf lasst, dann verzieht sich das Ganze beim Garen. Man kann hergehen und kann die Backe auch nach dem Parieren binden, dass man eine schöne rundliche Form hat. Darauf verzichten wir jetzt heute. Aber es wäre möglich. Dazu müsstet ihr sie dann einfach nur in Form bringen, bisschen mit Küchengarn aufbinden, dann wäre das auch möglich. Wir machen das jetzt bei allen drei so. Die Parüren nicht wegschmeißen. Das heißt, wenn der Metzger euch komplett pariert, lasst euch die Parüren geben. Die brauchen wir nachher, damit wir einen schönen Soßenansatz auch haben. So, da können wir jetzt schneiden. Braucht man nicht alle drei Backen zeigen. Macht auch sehr viel Sinn, hierbei ein scharfes Messer zu verwenden, denn so eine Backe ist nicht ganz so lustig zum Zuputzen. So, wenn wir sie geputzt haben, dann werden die gut gesalzen von beiden Seiten. Und wir braten sie dann bei hoher Hitze im Bräter scharf an. Okay, müssen wir noch eine Sekunde warten. So, wir braten das dann scharf im Bräter an. So, wir wollen von beiden Seiten schöne Röstaromen drauf haben. Wenn wir von beiden Seiten die schönen Röstaromen drauf haben, dann nehmen wir die Backe erstmal wieder raus. Wenn ihr jetzt die Backe nicht sauber zugeputzt habt, dann würde euch jetzt die Backe nach oben biegen, weil die Sehne einfach zu stark ist, zu kräftig ist und das Fleisch zusammenhält, während das Fleisch schon Flüssigkeit verliert und außer Form gerät. Deswegen gut zuputzen, dann habt ihr es nachher beim Anbraten auch ein bisschen leichter. So, das sollte reichen. Jetzt geben wir die Parüren, die wir abgeschnitten haben, geben wir einfach dazu. Und dazu kommt unser Gemüse. Da haben wir einmal Zwiebel. Wir haben eine gehörige Portion Knoblauch. Einfach in kleine Stücke geschnitten. Braucht auch nicht zu fein sein. Dann haben wir geraspelte Karotten. Haben geraspelten Sellerie. So, dazu kommt Ingwer. Den können wir auch noch ein bisschen kleiner schneiden. Dann kommt ein bisschen Zucker.
Wir nehmen da ganz gerne einen braunen Zucker. Und dann haben wir noch etwas Tomatenmark. Tomatenmark enthält ja auch Säure, auch Zucker. Das heißt, wir werden jetzt hier über diesen braunen Zucker, den wir zugeben, und über das Tomatenmark, werden wir jetzt hier auch relativ schnell dem Ganzen auch Farbe geben können. Der Zucker karamellisiert und dann wird es was hier. Wir haben dann zum Ablöschen des Ganzen haben wir einmal Mirin, ein japanischer Reisessig, so ein bisschen süßer Essig, der aus japanischem Klebreis gewonnen wird. Dann haben wir einen hellen Sherry oder Portwein und wir haben Sojasauce. Damit werden wir das Ganze ablöschen. Zudem haben wir noch unsere Kraftbrühe, Rinderkraftbrühe. Man kann natürlich auch mit einem Kalbsfond arbeiten. Wir nehmen da gern unsere Rinderkraftbrühe. In der Reihenfolge löschen wir das Ganze jetzt ab. Und zu guter Letzt die Rinderkraftbrühe. Und geben dazu direkt auch noch unsere Gewürze. Wir haben einmal Zimt, wir haben ein bisschen Chili, wir haben Lorbeer und wir haben Anis. Das geben wir jetzt dazu. Wir können das Ganze mörsern, könnten es praktisch jetzt vorher ein bisschen anrösten, könnten es im Mörser klein machen. Wir geben es einfach so dazu, denn später, bevor wir die Soße machen, wird das Ganze sowieso abgesiebt und dann ist es eigentlich unerheblich. Und so lange, wie die Gewürze zusammen mit dem Fleisch zusammenbleiben, geht das Aroma sowieso über. Dazu packen wir noch einen Streifen Orangenschale dazu. Der gibt auch nochmal einen guten Geschmack und noch ein bisschen Orangensaft. Dann haben wir eine schöne Kombination aus Süße und Säure. Und das Ganze setzen wir jetzt unsere Bäckchen rein. Und dann geben wir sie mit geschlossenem Deckel bei ca. 150, 160 Grad in den Backofen und lassen sie mal so 3 Stunden schmoren. Nach 3 Stunden schauen wir rein und gucken mal, wie weit wir es sind. So, die Rinderbäckchen sind jetzt gar geschmort. Die holen wir jetzt aus dem Ofen raus. So. Jetzt wollen wir vorsichtig die Bäckchen von der Soße separieren. Bäckchen rausnehmen. Können jetzt schon direkt ruhen und von dem Sud, den geben wir durch ein Sieb. Es riecht schon unglaublich lecker nach Zimt, hat eine tolle Aromatik angenommen. So, die Soße, wenn wir die jetzt hier abgesiebt haben, lassen wir etwas einreduzieren, dass sie etwas dicker wird. Brauchen wir jetzt gar nicht zu viel. So, die lassen wir jetzt schön einreduzieren. Das wird jetzt so 10 Minuten vielleicht gehen. Und dann binden wir es einfach nur mit kalter Butter ab. Und dann sind wir schon soweit. Unsere Soße hat jetzt so 10 Minuten ungefähr eingekocht. Ihr seht schon, die hat jetzt einfach schon ein bisschen mehr
Sämigkeit bekommen. Da geben wir jetzt die eiskalte Butter dazu. Dann sollte die Butter, dann braucht die Soße natürlich nicht mehr aufkochen, sondern wird einfach nur noch in die Soße eingerührt. Bei kleiner Flamme. Ist natürlich kein Diätessen, so eine Soße, ja, aber es schmeckt halt einfach geil. Unser Bäckchen haben wir in der Zwischenzeit rausgenommen. Das ist von der Gartemperatur perfekt. Und sobald wir die Soße haben, können wir das Ganze andicken. Andicken, Quatsch. Das macht zwar dick, aber andicken war das falsche Thema. Dann können wir es anrichten und dann wird es lecker. Die kocht auf oder wird heiß. Vorsichtig schneiden, weil es ist einfach ganz, ganz mürbes Fleisch jetzt. Da sieht man jetzt auch wunderbar die Gelee-Struktur im Inneren. Das hier, das ist einfach mega saftig. Da hat sich das Bindegewebe umgewandelt und ist jetzt einfach nur noch Saft pur. So, mach die Soße fertig. Und dann kann es losgehen. Ich werde dann auch noch mal ein bisschen Salz drauf geben, weil die Anschnitte sind natürlich nicht gesalzen, sondern wir haben hier nur von außen das Ganze aromatisiert. Und jetzt kann es losgehen. Schöne Soße dazu. Und dann nur noch guten Appetit.